So, ich möchte heute einmal meine Kamera, mein Setup vorstellen. Erst einmal die Kamera selber. Die Kamera selber ist eine GIT 2 von GitHub. Kommt in diesem Paket. Ups, das hält's aus. Kommt in diesem Paket mit einem wasserfesten Case. Durchsichtig. Bisschen größer als die von GoPro. Zum Vergleich habe ich hier das GoPro Case, was ich auch dann letztendlich verwende, weil die Kamera hier gut reinpasst. Ja, ich habe ein GoPro Black Case mir geholt, einfach weil das nicht aussieht, wenn ich so einen Glaskasten da vorne dran habe und da die schwarze Kamera drin. Außerdem, man sieht, es ist etwas kleiner. Warum das nicht funktioniert, sieht man ganz einfach. Also warum ich dieses Case nicht nehme, auch weil es nicht funktioniert ist. Hier ist der USB-Anschluss für das Mikrofon. Hier ist ein Loch drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Mal. Da, doch, kann man gut sehen. Da ist das Loch drin. Und hier ist der Schließmechanismus vor. Man drückt den hier oben rein und dreht das Ganze so rum. Und dann geht sie auf. An sich keine schlechte Hülle, aber fürs Motovloggen ungeeignet. Zumindest wenn man direkt mit dem Mikro aufnehmen möchte, mit dem Mikro an der Kamera. Deswegen empfehle ich dafür ein GoPro-Case. Die passen aber auch. Ich weiß nicht, ob sich die GoPro-Maße irgendwann mal verändert haben, aber dieses GoPro-Black-Gehäuse funktioniert auf jeden Fall. Einziger Nachteil. Hier durchsichtig, man kann das Display von hinten sehen. Hier eben nicht durchsichtig, sondern zu und man kann von hinten nicht reingucken. Aber ganz schön, man kann trotzdem sehen, ob aufgenommen wird, weil hier vorne ist so ein kleines Fenster in der GoPro Black drin und das macht die Sicht frei auf diese zwei Lämpchen und die zeigen eben an, ob man aufnimmt oder nicht. Grün heißt, glaube ich, man kann Fotos machen. Und dann gibt es tatsächlich nur noch Rotstufen, die dann eben anzeigen, ob man aufnimmt oder in Optionen ist oder sonst was. Deswegen ist das doch ein bisschen tricky. Vorher die Kamera einstellen, was man haben will, reinpacken in die Hülle und am besten dann auch schon anmachen. Oder man nimmt einfach die Fernbedienung dazu, wenn sie angeschlossen ist, also wenn beides an ist. Natürlich kann man die Kamera damit nicht anmachen, weil wenn sie aus ist, wie soll sie dann das Signal empfangen? Man kann hier Wireless, also WLAN, Wi-Fi an- und ausmachen, Fotos machen, also filmen und eben die Kamera ausmachen. Ja, Wi-Fi muss ich dazu sagen, man kann sie benutzen und man kann auch dann eben auf dem Handy sich angucken, was man gerade filmt. Problem dabei ist bei mir jetzt häufig gewesen, ich habe Connection-Probleme. Ist jetzt kein Riesenproblem, weil ich mir es auch so nicht angucke. Wobei es schon gar nicht schlecht ist, um zu überprüfen, ob die Kamera jetzt am Helm sitzt. So, jetzt nochmal zu dem, was bei der GIT noch dabei ist, ist eine nicht wasserfeste Hülle. Das ist bei der GoPro, glaube ich, ähnlich. Kann man. Wie kommt sie da rein? Ich glaube, so rum. Na? Genau, so rum da rein. Ja. Und dann könnte man diese Halterung hier unten dran schrauben. Mit der zusammen und dann. Oder eben dann hier dran. Ganz verschiedene Sachen. Das ist jetzt übrigens noch ein GoPro-Fuß. Der kommt von der GoPro Black-Hülle. Hier ist der Git-Fuß dran von GitHub. Und hier ist nochmal ein anderer Fuß dran. Der ist von der GoPro Helm Mount von so einem Ski oder Motorrad, also nicht unbedingt Motorrad, aber Ski, was ist das noch? Von Skihelm, wo man dann vorne dran eben die so runterhängen lassen kann. Hier haben wir eine Montage. Halterung für Griffe, für Fahrradgriffe oder sonstiges, kann man eben hier
am Rand aufschrauben, den Griff dazwischen. Habe ich nie noch nicht ausprobiert, brauche ich auch nicht. Ich habe die Kamera ausschließlich am Helm bis jetzt. Dann haben wir hier noch zwei Montierungen mit den Klebepads dazu. Das sind die gleichen wie bei GoPro. Es sind nur diese zwei, die da mitgeliefert werden. Einmal dieses so in alle Richtungen leicht abgerundete und ein glattes. Mehr gibt es dabei nicht. Ich habe angebracht an meinem Helm ein zu allen Seiten abgerundetes, aber das von GoPro, das ist nämlich, glaube ich, etwas mehr geneigt. Das passt an der Stelle sehr gut. Die anderen würden auch passen, an der Seite zum Beispiel des Helms oder obendran, aber speziell an der Kante hier unten links passt eben nur dieses dran. Was haben wir noch? Wir haben für die GoPro Black Hülle haben wir eben noch so einen Case, dass man oben und unten reingucken kann. Das ist dann nicht mehr wasserdicht, glaube ich, von hinten. Macht aber eigentlich, brauche ich auch, also ich brauche es nicht, weil von hier hinten kann man in den Bildschirm eh sehr schlecht reingucken, wenn ich die hier mal wieder rausnehme. Und dann das Ding anhalte. Man sieht schon vom Bildschirm, sieht man recht wenig. Dann ist das Mikro gerade schon im Helm montiert. Ich sollte mal da rankommen. Hier ist das Kabel. Ich kann ja mal die Hülle dran machen. Zu Audio- und Videoqualität müsst ihr euch einfach mal die anderen Videos angucken. Oder ich schneide hier nochmal einen Teil gleich rein. So. Muss man rein hier noch nicht, ne? Also, um das hier dran zu machen, einfach reinschieben. So. Dann hängt sie. Was wichtig ist, ich habe diese Schrauben hier ausgetauscht. Ja? Da hängen normalerweise diese großen dran. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ziemlich scheiße aussieht, wenn da überall diese großen Schrauben dran hängen. Und dann habe ich sie einfach getauscht. Ich kann mal eben welche holen. Ich habe jetzt welche von Lux da drin. Scheißegal, was für eine Marke ihr habt. Eben die M5 mal 20 mm Schrauben müssen es sein. Ich glaube, jetzt ist es zugeklebt im Augenblick. Genau. Wir sind jetzt noch ein paar Schrauben über. 8 Stück sind drin. Sehen eben so aus. Haben die Länge. Sind genauso dick. Von daher. Jetzt haben wir hier, glaube ich, noch 4 Stück drin. 4 Stück habe ich also nur gebraucht. So, und jetzt zum Mikro oder zum Kamera. Eine Schraube habe ich hier zum Stellen gelassen. Aus dem Grund, dass die ein bisschen locker drehen kann und dann das nach vorne kippen kann. Dann die Kamera hier reinlegen. Man muss ein bisschen gucken. Sie verkantet sich leicht manchmal, weil es eben nur knapp passt. Und für mich wichtig zum Beispiel, ich fahre ja Supersportler. Mein Helm ist die ganze Zeit nach vorne geneigt, wenn ich fahre. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Die Kamera muss nicht gerade mit dem Helm gucken, nicht so, sondern eben angelehnt bei mir. Das habe ich für mich rausgefunden. Dann passt die Kameraperspektive. Das Kabel nehme ich hier manchmal unten rum, wenn es so lang ist, weil das Mikro lässt sich auch ganz leicht aus dem Helm wieder entfernen bei mir. Und dann hängt das hier unten rum. Hier unten geht es einmal da rein, unter diesem Schutz, und verläuft in dieser Innenwand hier drin, im Kreis, weil das ein bisschen lang ist. Und dort steckt es dann eben. Ich habe es mit einer Büroklammer, nicht mit einer Büroklammer, mit einer, wie heißen die? Nadeln.
diese Heftnadeln. Das fällt mir der Name nicht ein. Ich kenne diese Nadeln, die man zusammendrückt und dann aufmachen kann. Damit ist sie festgemacht, denn mein Helm hat von innen, dieses Polster ist festgemacht mit zwei Knöpfen, die man zusammendrückt. Und ich habe einfach diese Nadel um diese Knöpfe gebogen. Das heißt, mit diesen Knöpfen wird jetzt eben auch das Mikro festgemacht. Ich habe das Mikro extra nochmal mit einer Schicht Stoff überzogen. Das heißt, ich habe mir jetzt zum Beispiel eine alte Handysocke genommen, die ist ein bisschen dicker gewesen. Man kann auch eine ganz normale Socke dafür nehmen, eine alte, die man nicht braucht, oder einfach ein Stück komplett neuen Stoff, den man sich kauft. Einfach so ein Söckchen draus nähen, da drum machen und unten festbinden. Zum Mikro war hier eigentlich noch so eine Klemme dran, die war aber eher hinderlich. Aber ja, so, das wäre jetzt mein Setup. Alle Links zu dem Kram packe ich noch mal in die Beschreibung. Dieses hier, das Pack, habe ich nicht direkt über GitHub gekauft. Aus dem Grund, weil es dort nur die Pro-Version gab, das ist eben das hier. Und bei meinem Paket war extern noch ein Mikro beigeliefert, was dazu passt. Und ich muss sagen, ich bin echt überrascht bei dem Mikro. Das funktioniert wunderbar. Ich habe neulich bei den Videos mal reingeguckt. Selbst bei teilweise 140, 150, die Windgeräusche halten sich in Grenzen. Ich meine, man hört den Motor nicht mehr und man hört kaum noch was vom Auspuff. Aber es geht halt noch. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. 34 haben wir es jetzt. 15:34, dann fahre ich auch gleich nach Hause oder so. Oder ich hole mir noch irgendwas zu essen. Vielleicht noch was ihr braucht für die Kamera. Noch eine SD-Card. Eine Micro-SD-Card. Ich habe jetzt einfach 32 GB genommen von SanDisk. Die ist auch nicht so schnell voll bis jetzt gewesen. Ich glaube, der Akku ist eher leer, als dass das Mikro, als dass die Micro-SD voll ist. Wer eine lange Tour machen möchte und dabei nicht zwischendurch die Karte leeren kann oder auf ein anderes Gerät überspielen kann, der sollte sich auf jeden Fall eine größere Karte holen. Aber die sind ja mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Das heißt, man kann sich auch einfach mal die 32 GB Karte holen und damit so aufnehmen, weil normalerweise reicht es. Und dann eben auf dem PC überspielen und für die nächste Tour eben wieder die leere reinstecken. Und wenn man eine große Tour plant, kauft man sich eben einfach nochmal eine große Karte, 64 GB oder mehr. Der Akku ist rausnehmbar, das heißt, ihr könnt auch einen zweiten Akku euch bestellen und mitnehmen. Guck jetzt mal, 950 mA, das geht. Ist jetzt nicht riesig, aber ist okay. Bis jetzt habe ich sie noch nicht mit in einer Fahrt leer bekommen. Kann ja mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie denn das aussieht, wie lange sie hält. Hier steht auf jeden Fall nochmal einiges drauf zum Kameragewicht. 64 Gramm. Kamera with Housing, also mit dem Gehäuse, 54. Dann sind hier nochmal die Abmessungen drauf. Dann könnt ihr euch auch nochmal erkundigen, ob das mit einem GoPro-Case passt oder vielleicht auch von einer anderen Marke mit einer Hülle. Dann haben wir ein Field of View, Angle of View von 170 und 120 Grad. Davon gibt es nur diese zwei einzustellen, entweder einen dünnen oder einen schmalen Winkel. Wir haben auf der Rückseite halt das Display, da könnt ihr dann eure Einstellungen gleich alle angucken. Das zeige ich auch nochmal bestimmt. Dann haben wir hier die Resolutions, also die Auflösung. Wir können bis 1440p aufnehmen, das dann aber nur in 30 FPS.
1080p in 60 fps, 1080p in 30 fps und dann gibt es nochmal 720p in 1000, in 120 Frames per Second. Es geht, glaube ich, sogar noch niedriger, aber braucht dann eben meist keiner mehr. Das Bild, wie gesagt, blende ich gleich bestimmt nochmal ein, damit man nochmal sieht, wie sie aussieht. Eine Referenz habe ich, also was zum Vergleichen habe ich jetzt nicht. Also ich habe vorher keine GoPro oder so gehabt und kann deswegen das nicht vergleichen. Ich habe gar keine Actioncam vorher gehabt, bin mit der aber sehr zufrieden. Dann haben wir hier nochmal die Foto-Resolutions, also die Auflösung bei Fotos. Man kann Timelapse-Fotos machen von 2 bis 60 Sekunden. Ja. Im Übrigen nehme ich die ganze Zeit nur in 1080p mit 30 FPS auf. Einfach aus dem Grund, weil das Programm, was ich benutze, bis jetzt nur 30 FPS, mit 30 FPS arbeiten kann. Ich muss mir irgendwann mal was Gutes besorgen. Bis jetzt ist es halt nur die günstigen, also das ist die günstigen, die kostenlosen Versionen von Adobe, die irgendwann mal veröffentlicht wurden. Die sind aber schon scheiße alt. Ja? Funktioniert aber, und das ist erstmal die Hauptsache. So, was wollte ich zeigen? Genau, ich wollte einmal durch das Menü der Kamera. Hier vorne haben wir den An-Button. Einfach lange gedrückt halten. Wir haben an der Seite einen Options-Button und oben einen Aufnahme-Button. Durch die einzelnen Funktionen scrollen wir durch mit dem Button hier vorne, mit dem An-Aus-Button. Jetzt sind wir im Fotomodus. Jetzt haben wir keine Datei. Jetzt könnte man sich die Videos angucken, die gemacht wurden. Die Karte ist aber leer. Dann haben wir hier die System-Settings. Und hier sind wir wieder auf Aufnahme. Hier können wir die Einstellung für die Aufnahmen machen. Eben die 1080p in 30 FPS habe ich gerade drin. Dann können wir in Schleifen aufnehmen. Wir können den Pegel des Mikrofons ändern. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Könnte ich bestimmt nochmal runterstellen. Mal gucken. Genau, hier können wir auf einen Balken. Drei Balken habe ich immer. Und fünf wäre das höchste. Oder gemutet eben. Ich lasse es jetzt erstmal auf drei Balken, nicht, dass dann mein nächstes Mal zu leise ist. Wir können uns einen Datumstempel unten rechts in die Ecke setzen. Wir können Timelapse machen, wir können Videosnapshot machen, dann eben White Balance, Custom White Balance. Wir können den Menü-Button einer bestimmten Funktion zuordnen, wenn die Kamera aufnimmt. So, da war jetzt die Speicherkarte der Kamera voll. Ich war gerade dabei, durch die Menüführung zu gehen von den Video-Settings. Und jetzt habe ich die Auflösung verstellt. Bei 1860p, 1440p, 1296p, 1080p, 1080p in 30 FPS. Habe ich ja gesagt, da nehme ich die ganze Zeit auf. Wir waren dabei, dass man diesen Button hier einstellen kann. Kann man White Balance Lock. Also kann man sogar Mute einstellen, dass die Audio nicht mehr Gyrostabilisation an und aus. Sowas kann man da alles bei einstellen. Falls sich das interessiert, was man da alles einstellen kann, müsst ihr euch mal ein anderes Video angucken. Ich habe davon so wenig Ahnung, dass ich nur das Nötigste einstellen kann. Und auch meistens nur durch Ausprobieren. Aber bis jetzt funktioniert das alles sehr gut. Kommt man hier wieder raus aus dem Menü. Dann kann man eben umschalten zu Fotos. Dann hat man hier seine sein Fotomenü. Kann hier durchscrollen. Fotos mache ich nicht, deswegen interessiert mich das eigentlich auch gerade nicht. Einmal weiter. Dann haben wir hier, könnte man bei den Dateien eben Dateien löschen, Dateien sich angucken, dies, das und jenes. Und dann haben wir nochmal System-Settings. Hierbei könnte man einen Ton, einen Tastenton einstellen, den habe ich ausgemacht.
Man kann den Timer einstellen, wann sie ausgeht. Man kann Datum, Uhrzeit, das Land einstellen, also die Sprache. Dann kann man sie mit der Kamera, mit der Fernbedienung verbinden und. Also ganz viele Settings, die man schön auf diesem kleinen Monitor angezeigt bekommt und dadurch das Ganze ein bisschen einfacher ist als bei GoPro, wo dann hier vorne eben nur dieses kleine Fenster ist bei manchen. Kommt natürlich auch drauf an, welche Kamera. Die machen wir jetzt erstmal wieder aus. Ladekabel ist natürlich auch bei dem ganzen Krams noch dabei. Das habe ich nämlich vergessen. Aber halt kein Adapter. Also ihr habt das reine USB-Kabel von normalem USB auf Mini-USB. Das wäre dabei. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, diese Kamera ist ein kleiner Geheimtipp für Motovlogger. Wenn ihr noch andere Kameras habt, die ihr gut findet, könnt ihr die gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was da noch so gut ist, für wenig Geld, weil ich glaube, viele, die anfangen wollen mit Motovloggen, wissen nicht unbedingt, welche Kamera sie sich holen sollen. So war es auch bei mir. Ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht und eine ganze Zeit lang gesucht, bis ich dann eben bei Snowcat auf dem Kanal ein Review zu der ersten Version dieser Kamera gefunden habe. Die war okay. Das Problem war, dabei war das Mikro und hierbei, könnt ihr euch dann ja selber anhören, ist das Mikro ziemlich gut geworden. Das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Start in die Saison. Heute scheint das Wetter ganz gut zu sein. Mal gucken, ob ich fahre oder nicht. Und haut rein!